Pendulum Evolution ist eine Erweiterung, die sich rund um die Pendulum-Monster dreht. Deshalb wurden auch einige Karten für folgende Themen reprintet. Clifford Magier, Metallfose, Zephran, Buntäugier und Künstlerkumpel. Einige der besten Reprints sind Orakel der Zephran, Clifford Monolith und Eccentrix. Das Magier-Thema bekommt nochmal viele neue Karten als Support. Neben den guten Scales 1 und 8 haben sie noch die Besonderheit, dass sie bei ihrer Zerstörung einen weiteren Effekt haben. So kann zum Beispiel Poison bei ihrer Zerstörung eine offene Karte auf dem Spielfeld zerstören. Dazu bekommen sie noch einen eigenen Tuner und ein eigenes Exit. Ebenfalls gibt es eine neue Zauber- und Fallenkarte für das Thema. Die Zauberkarte ist eine Sucherkarte für das Deck und außerdem schützt sie deine Hexer vor zielenden Zauberkarten. Die Fallenkarte kann Karten auf dem Spielfeld zerstören und schützt deine Hexer vor zielenden Fallen. Eine weitere gute Karte in der Erweiterung ist Astrograph-Zauberer. Er ist eine sehr gute Verstärkung für viele Pendeldecks. Besonders häufig wird man ihn jedoch im Metal Force sehen. Wird sich was im Meta verändern? Mit Pendulum sollte man in Zukunft auf jeden Fall öfter rechnen. Gerade auch, weil die Verbotsliste gewisse Pendeldecks wieder gestärkt hat. Jedoch werden Pendulum-Decks es sehr schwierig gegen aktuelle Meta-Decks haben. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass viele nie endender Albtraum oder antimagischer Duft im Side-Deck spielen. Aus diesem Grund werden Decks mit der Engine Zodiac oder True Draco die besten Decks bleiben.